Herzlich willkommen in die unendlichen Weiten von FTL. Und heute mit mir, Jockel, gehen wir in die unendlichen Weiten des Weltraums mit einem neuen Spiel. Wir fliegen mit das legendäre Schiff USS Europa. Den Planeten Europa, ne? Planeten, den Mond, ne? Entschuldigung, Mond Europa. So, den Mond Europa, ich habe schon Schiff 4 freigespielt. Komischerweise sind die immer weg, wenn ich das Spiel komplett ausmache. Irgendwie merkt er sich das nicht. Obwohl ich speichern und beenden alles probiert habe, schon, ja, dann ist es trotzdem weg. So, ich spiele auf Stufe leicht. Stufe normal ist leider schwer, auf jeden Fall für mich. Ich habe das Gefühl, das ist dann echt schwer und nicht normal. Also ist unnormal schwer. Oder ist normal schwer, vielleicht ist das so gemeint, und ist es normal leicht. Ja, ist ja keine Ahnung. So, und schwer war wahrscheinlich, ja. Es ist eine Raumschiff-Simulation. Man hat eine kleine Crew. Man startet hier in dem Fall mit diesem Raumschiff mit 3 Leuten, die man je einen Bereich zuweisen kann. Also ich kann sie jetzt noch nicht steuern, kommt gleich. Kann sie auch umbenennen. Ne? Ja, zum Beispiel, ne? Mike Pesten können wir hier zum Beispiel eben halt dann Steiner zum Beispiel nennen. Den alten Steiner kennt ihr ja noch. Ja, und den anderen hier, den hier. Jutsu. Anpassen ist, glaube ich, eine weibliche Person, ne? Kann das sein? Ne. Ah, zum Beispiel hier, also. Und dann umbenennen, ich wollte ihn umbenennen. Benennen, so. Den nehmen wir dann halt Jockel. So. Aber sie sind eh alle wieder tot, deswegen. Als Zeitverschwendung. Ich habe nachher die Leute nicht mehr umbenannt bei meinem Übungsspiel. So, nehmen wir so. Ja, und dann haben wir Brecken. Den passen wir auch. Den passen wir nicht an. Den nehmen wir einfach Maniac. Maniac. So, alles klar. So, da haben wir es. Ja, wir müssen einfach durch den Weltraum kreuzen, eine Mission erfüllen. Können helfen, können Piraten jagen. Und werden selber aber gejagt von den Rebellen. Beziehungsweise die Rebellen breiten sich aus und in deren Gebieten ist natürlich, ist Kriegsgebiet. Die kommen rücken da mit schweren Schiffen an. Das sollte man vermeiden, in diesen Gebieten zu bleiben. So. Alles klar, wir spielen mit in der Advance Edition. Da sind noch zusätzliche neue Waffensysteme, Alienvölker und mehr. Ja, gut, alles klar. FAS, dann steht das. Empfohlen für erfahrene Spieler. Hätte ich das deaktivieren müssen, als ich. Habe ich das Schiff nicht umbenannt gerade eben? Also, habe ich das Schiff nicht umbenannt? USS Europa. So, alles haben wir jetzt. Wir starten einfach mal. Start. So. Die Daten, die du an Bord hast, sind für die Föderationsflotte von großer Bedeutung. Du benötigst Vorräte für die Reise, also erkunde jeden Sektor, bevor du zum nächsten Sprung. Aber erreiche den Ausgang, bevor dich die Rebellenflotte einholt. Tipp. Subsysteme. Die Verbesserung deiner Türen reduziert drastisch die Wahrscheinlichkeit, dass sich Feuer von einem Raum zum anderen ausbreitet und verlangsamt Eindringen deutlich. Okay, den Tipp habe ich noch nicht angewendet. Also hier haben wir dann, wo fange ich denn mal an? Also hier haben wir die Crewmitglieder. Triebwerk. Brauchen wir nur zum Vorankommen natürlich und werden den Kampf zum Ausweichen gebraucht. Ne? So, ausweichen. Die Prozentchance, dass eingehende Schüsse dein Schiff verfehlen, wird von deiner Antriebsenergiestufe bestimmt. Ne? Da haben wir nur 15%, das ist so mehr und so besser. Also, ne? Okay, dann haben wir unsere Waffensysteme. Wir haben 2 Stück. Hopp, 2. So, mal an. 2 Waffensysteme, einen Raketenwerfer und einen Laser. Was haben wir da noch? Dann haben wir hier natürlich unseren FTL-Antrieb.
Dann können wir hier aktuelle Crew-Position speichern und dann die Crew auf gespeicherte Position setzen. So, dann mache ich mal, bereite ich mal vor. Dann tue ich mal den dahin, dann den dorthin. Das sind so meine Hauptpositionen, die ich besetze, die Kampf irgendwie wichtig sind, meiner Meinung nach. Da hinten, hier Triebwerk wäre auch gut, wenn wir da noch einen hätten und hier vielleicht bei den Schotten. Ja. Umso mehr Leute man hat, umso mehr Positionen kann man nicht besetzen und hat natürlich dann entsprechend die Vorteile. So, das speichern wir jetzt. Aktuelle Position speichern. Oder Hot-KS. Station gespeichert. Aha, okay. Und dann schicken wir den hier, unser Steuermann, der ja auch gleichzeitig ist für die, das ist der Sensor. Man kann auch die Türen einzeln aufmachen. Wird interessant, wenn es brennt. Man kann dann in bestimmte Bereiche den Weltraum aussetzen, also in den Vakuum herstellen und dann steckt das Feuer natürlich. Logisch. So, nichts Schlimmeres gibt es als Feuer an Bord, ne? Ja, da haben wir Treibstoffmenge. Treibstoffmenge, die verbrauchst du hier vor allen Dingen, wenn wir springen. Ne? Ich glaube, eins oder zwei, ein verbraucht sich pro Sprung. Dann haben wir sonst Raketen. Dann Anzahl der Druidenanteil beim Einsatz einer Druidenwert bei Druidenanteil. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich diese Druiden hier einsetzen kann. Also irgendwie. Kommt das wahrscheinlich später, wenn wir uns genau was machen. Genau, wenn wir hier nämlich. Nein, hier. Hier, genau hier, wenn wir einen Drohnenplatz haben. Na, haben wir noch nicht, müssen wir uns das kaufen. Ne? Also Crewmitglieder. Und dann die Systeme, die wir natürlich entsprechend erweitern können. Das schon mal erhöhen, das können wir jetzt schon mal machen. Haben wir schon mal ein bisschen mehr, aber kann man gleich die Energie dafür. Komm mal, kommt noch. Ja, dann würde ich sagen, springen wir mal los und gucken, was uns hier erwartet. Ja, ich war schon mal von meinem holpriges Lesen. Ich bin ein schlechter Vorleser. Ich habe echt Probleme, laut vorzulesen. Ja, gut, das ist ein Notfall. Guck mal, da gehen wir natürlich hin. Notsignal, jemand könnte Hilfe brauchen. Ja, da springen wir doch mal hin. Du stößt auf eine Reihe von Schiffen, die von einer kleinen Raumstation flüchten. Du rufst sie und erhältst folgende Nachricht. Hilfe, wir werden von riesigen Alienspinnen überrannt. So, wir können es natürlich ignorieren oder helfen. 50-50 Chance, dass immer einer drauf geht. Kann ich euch schon mal verraten. Also ich bin einmal draufgegangen, habe ich keinen verloren. Und beim nächsten Mal wieder verloren, dann wieder umgekehrt. Naja, also 50-50 Chance. Ne? Irgendwie ist das immer so, ist mir so aufgefallen. Weil die Mission habe ich öfters. Die kommt öfters vor irgendwie. Also sind ja randrum und wiederholen sich dann halt irgendwie leider. Es wäre schöner, wenn es ein bisschen seltener vorkommt, dass sich Missionen wiederholen. Und diese ist leider sehr oft dabei. Scheint die Mission doch eher so begrenzt sein. Obwohl es schon erweitert ist. Wir helfen natürlich. Deine Crew schleicht sich vorsichtig an einige der Kreaturen heran. Urplötzlich dreht sich die Spinne um und stürmen auf euch zu. Dein Team bleibt aber ruhig und kann die Angreifer rasch zurückschlagen. Die Besitzer der Station rufen. So, sie sind von deinem Erfolg begeistert und bieten dir eine Belohnung an. Ja, nehmen wir doch gerne an, ne? Gut, haben wir keinen verloren. Wieso? 50-50 stand die Chance und wir haben jetzt noch zusätzliche Raketen, Antriebsmaterial, wunderbar. Können wir gebrauchen. Können wir jetzt hier noch unsere Energie erweitern? Nein, Quatsch, das will ich jetzt noch nicht. Nein. Da wollte ich jetzt, ich wollte das hier ein bisschen weiter, dass wir annehmen. Dass wir ein bisschen mehr Energie haben, kann ich jetzt immer die Schilder, da kann ich nichts reintun, aber in den Triebwerk kann ich was reintun. Na, siehst du mal. Hat doch was. Alles klar. Dann geht's los. So, da müssen wir hin. Umso mehr Mission man schafft, umso mehr Belohnung bekommt man natürlich, aber auch mehr Kosten. Ne? Das ist immer so und so, ne? Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Du kommst in einen geschäftigen Sektor an. Ein Händler sendet auf allen Frequenzen. Er ist auf der Suche nach einem Söldnerschiff. Sollen wir antworten? Ja, wir antworten mal.
Ihr Schiff scheint ausreichend ausgestattet zu sein. Ein Frachter mit meinen Waren an Bord ist seit einer Woche überfällig. Die Deppen sind vor lauter Eile durch einen Piratensektor geflogen. Und ich fürchte um die Sicherheit der Ladung, nicht um die Leute natürlich. Ich brauche einen weniger inkompetenten Kapitän, der diese Sachen nachgeht. Sag ich damit schrecklicher Vorleser. Ich lese auch einfach zu ungenau. Ich könnte mir auch eine Brille aufsetzen. Wo ist denn meine Brille eigentlich? Das ist meine Fernsehbrille, glaube ich. Die geht nicht. Mal gucken, ob das vielleicht weit genug weg bin. Die Schrift ist ja nicht groß genug, aber halt unscharf. Huch. Verbogen. Was soll denn das? So. Ich probiere es mal aus. So. Gucken wir mal. Wir nehmen an. Immerhin sind sie selbstbewusst. Hier ist das. Man sollte weniger essen. Ich habe voll Stroh im Bauch. Entschuldigung. So, hier. Das ist die letzte bekannte Position des Frachters. Auftrag wurde auf der Karte markiert. Weiter. So. Was haben wir die Karte? Auf der Karte können wir es sehen. Auftrag. Oh, das ist aber weit weg. Und gucken, wie wir da am besten hinkommen. Wieder zurück. Wacker lieber vor, oder? Ich kam von da, ne? Also können wir auch dahin fliegen. Oh nein. Asteroidenfeld. Und Asteroidenfeld ist immer irgendein Sturmfried noch dazu. Ne? Ein Piratenschiff hat in diesem Asteroidenfeld auf der Lauer gelegt. Es nähert sich sofort, um anzugreifen. So, können wir Space, kann man eine Pause einrichten? Und dann kann ich hier Autofeuer auf ganz wichtig einschalten. Sonst ballert das System nicht. Das ist echt kacke dann. So, und ich baller immer ganz gerne auf deren Schilde. Was sind Schilde? Schilde. Und Waffensysteme. So. Na, und dann Ruhe auf gespaltene Position setzen. Zack. Und dann müssen sie alle loslaufen. Und die Position besetzen. Tun sie auch glatt. Hopp. Ah. Bitte töten Sie uns nicht. Wir geben Ihnen alles, was wir haben. Angebot annehmen, wir können Sie zerstören. Wir nehmen das Angebot an, ne? Wir sind hier keine Killer. Okay. Alles klar. Dann besetzen wir unsere Grundposition wieder. Wir sind hier schnell weg. Und dann müssen wir unsere... Sauerstoffgeneratoren reparieren. Ja, haben wir ein Problem. Ist noch irgendwas kaputt? Ne, nutzt nichts kaputt. Wir können fliegen. Dann fliegen wir schnell raus hier. Bei der Ankunft an diesem Signalpunkt empfängst du einen Notruf natürlich. Lokales Scans zeigt, dass ein Föderationstransporter von einem Rebellenaufklärer angegriffen wird. Ja klar, helfen wir den Föderationschef. Die hätten uns. Nein, wir helfen. Du aktivierst deine Waffen und greifst das Rebellenschiff an. So, dann gehen wir wieder. Schieben sie wieder alle auf Position. Und. Selbes System. Waffen. Schilder. Und ein Angriff, ne? Geht los. Mal gucken, wer schnell ist. Oh. Aber wir haben gute Treffer gelandet, wie ich sehe. Ja, sehr gute Treffer. Schneller aufladen, bevor die wieder alles reparieren. Ja. Gut. Haben wir sehr gut gemacht. Mann, schwaches Schiff. Sehr gut. Da das Schiff zerstört ist, sammelst du schnell nützliche Ressourcen ein. Rakete, Sonne, Drohne und Trümmerteile hier. Ja. Das Föderationsschiff rufen. Das Schiff steht kurz vor der Zerstörung und die Biosignale werden schnell schwächer. Die
Crew schnell retten. Trotz deiner Anstrengungen überleben die meisten nicht. Der einzige Überlebende möchte gern deiner Crew beitreten und hilft dir, nützliche Komponente aus dem Wrack zu bergen. Das ist ja gut. Und wen haben wir? Lagardi haben wir. Das ist doch hervorragend. Lagardi, wo positionieren wir Lagardi? Lagardi, da in den Triebwerksraum wird er hier festgesetzt. So, Position speichern wir. So, gespeichert. Gut. Dann weiter. So, gucken, was jetzt weitergeht. Auch hier oben ist übrigens die Höhlenintrigität. Wir müssen gucken, was wir Händler finden, damit wir uns reparieren können. Und ein paar Raketen aufnehmen. Aber wir müssen auch zum Auftrag. Gerade zeigen. Ja, ihr habt schon gesehen, ne? Von links kommen dann die Kampfzonen. Dein Sprung führt dich in ein unauffälliges Doppelsternsystem. Die Aussicht ist wunderschön. Sonst gibt es hier nichts. Na, wunderbar. Das ist gut. Dann erreichen wir schneller unser Auftragsziel. Das werden wir bestimmt vom Piraten empfangen. Du hast den letzten bekannten Punkt auf der Lieferroute des Händlers erreicht und suchst nach dem verschollenen Schiff. Du findest die Überreste des Schiffes. Er scheint massiv von außen beschädigt worden zu sein. Wodurch kannst du aber nicht sagen. Der größte Teil der Ladung scheint intakt zu sein und du findest heraus, wohin das Schiff unterwegs war. Ja. Okay, da waren auch wohl nicht Piraten, weil die hätten das ja weggenommen. Die Ladung aufnehmen und zum Bestimmungsort bringen, um eine Belohnung zu erhalten. Die Ladung für dich. Nein, wir bringen die Ladung zum Bestimmungsort. Auftrag wurde auf der Karte markiert. Okay. Dann fliegen wir weiter zum Auftrag. Systemreparaturdrohne, aber wir haben keine Drohnenvorrichtung. Du findest die Station, die deine Ladung bestellt hat. Meine Ladung ist sie ja nicht. Die habe ich ja noch aufgenommen. Du lieferst sie ab und erhältst folgende Nachricht. Auch wenn sie mehrere Tage verspätet haben, sind wir froh, dass das Material endlich hier ist. Wir wissen, wie gefährlich dieser Sektor geworden ist. Hier ihre Bezahlung. Oh, das ist schon mal gut. Sind wir mit? Das ist schon mal nicht schlecht, aber hier. Augenblick. Wo ist das? Wo ist die Drohne? Hier hat man die. Kann ich nicht einsetzen, weil ich brauche dafür eben halt das Drohnensystem. Das habe ich nicht. Ne? Das ist das Problem. Okay. Erhöhen wir nochmal ein bisschen Energie und dann Schild wird schon ein bisschen verbessern. Achso, da habe ich ja nichts mehr für die Türen. Die Türen sollten wir verstärken, aber wir haben sie ja Tipp bekommen, aber machen wir das auch. So. Kann nochmal die Schilder nicht hören. Hochschrauben. Schade. Weiß nicht, wie man da jetzt hinkommt. Wahrscheinlich brauchen wir mehr Energie, ne? Wir brauchen mehr Energie. Ansonsten, okay. Dann, bringen wir weiter. Also, wenn die Nebel rein, ist nicht so gut. Eindringling an Bord, na super. Wo denn? Muss da. Und. Ich ersticke aber gerne die Gegner. Oh, die sind da. Oh Gott. Haben wir gewonnen?
Na? Ah, haben wir noch gerade so geschafft. So. Mal die Tür alle zu. Aber an, dass der Sauerstoff wieder steigt. Wie sieht's da aus? Können wir da hingehen? Ja. Checken wir mal nach, ob der... Oh, ich hab da jetzt... Das ist alles heil, okay. Alles gut soweit. Okay, alles wieder in Ordnung? Alles in Ordnung. Einer ist noch angeschlagen. Ja. Schicken wir nochmal in unseren Bereich hier. Den auch nicht. Dafür lassen wir hier den neuen hier fliegen. Das ist egal, wer fliegt. So. Und dann fliegen wir Richtung Ausgang. Dieser Langstreckensignalpunkt liegt fast versteckt in einem Nebel. Ist der FTL-Antrieb geladen, kannst du in den nächsten Sektor springen. Ja, das sollten wir auch tun, weil wir sind ziemlich dicht hinter uns. Na, ich schaue so weit weg. Wir haben auch kein Geld zum Shopping. Also gehen wir in den nächsten Sektor. Oh, bekannter Nebel. Bei einem Nebel in den nächsten Nebel, und zwar. Du gelangst in einen Sektor mit dichtem Nebel. Du musst dich beim Navigieren auf deine Instinkte verlassen. Na, super. Okay, da springen wir. Ach, oh Gott, nein, der ganze Sektor ist voller Nebel. Ich, oh nein. Oft ist ja so, Sensoren nicht funktionieren, manchmal funktionieren die Schilde nicht. Während du darauf wartest, dass der FTL-Antrieb aufgeladen wird, rechnest du jederzeit mit einem Hinterhalt. Doch es bleibt alles ruhig. Okay, hier fliegen wir mal schnell raus. Ich will hier nicht lange bleiben. Holen wir uns den Antrieb. Oh. Du entdeckst ein Rebellenschiff im Nebel, der vor dir. Achso, im Nebel vor dir. Und du hältst dich von seinem Radar fern. Willst du angreifen? Verborgen bleiben? Vorbereiten, treffen, um sie zu jagen. Wir jagen die. Natürlich. Schnappen sie uns. Du verlierst die Orientierung im Nebel und verirrst dich. Du brauchst eine Weile, bis du zum Signalpunkt zurückfindest. Wahrscheinlich hatte die Flotte Zeit, sich deiner Position zu nähern. Flottenverfolgung verdoppelt für Sprung 1. Ja. Kann ich ja nicht angreifen? Nee, ne? Ich kann ja nichts angreifen. Schade. Kann sie nicht angreifen. Dann springen wir weiter. Teuer. Wer macht da leer? Du wechselst durch die Breitbandkommunikationskanäle, als du ankommst, aber du hörst nur Rauschen. Schauen wir es endlich. Muss ich jemanden checken. Ja, dann machen wir es mal an dieser Stelle eine kleine Pause. Bis gleich.